AVM hat mir dankenswerterweise das Fritz Phone C6 zur Verfügung gestellt. In diesem Video schauen wir uns an, wie einfach es sich mit der Fritzbox koppeln lässt. Beim Auspacken fällt gleich auf, dass noch eine Lasche abgezogen werden muss, der die Kontakte des Akkus vom Telefon trennt. Das geht natürlich komplett ohne Öffnen des hinteren Akkudeckels. Ich war aber mal neugierig, wollte mir den Akku anschauen. Deshalb seht ihr jetzt hier erstmal den Akku und das Plastikblättchen ist natürlich abgefallen. Bei euch reicht einfach nur Abziehen aus. Vorne auf dem Display ist auch noch eine Schutzfolie, die entfernt werden kann. Und dann meldet sich schon das Telefon und möchte sich mit der Fritzbox koppeln. Im Grunde steht schon auf dem Display, was zu tun ist. Die Decktaste an der Fritzbox muss lange gedrückt werden. Und mit lange ist gemeint, so lange, bis die zu blinken anfängt und dann ist auch relativ schnell die Kopplung schon vonstatten gegangen. Hattet ihr dabei jetzt ein Problem und die Kopplung ist fehlgeschlagen, habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Telefon in den Werkszustand zurückzusetzen. Das geht über Einstellungen. Dann gehen wir auf den Menüpunkt Zurücksetzen und hier werden wir nochmal gefragt, ob wir das Fritzphone wirklich auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen. Das bestätigen wir nochmal mit OK und dann setzt sich das Ganze zurück. Jetzt beginnt die Prozedur, die wir am Anfang gemacht haben, nochmal von vorne. Decktaste lang drücken und dann ist das Telefon erfolgreich gekoppelt. Jetzt habe ich leider das gemacht, was ich laut YouTube überhaupt nicht machen soll, nämlich ein kurzes und knackiges Video. Das ist ganz schlecht für die Zuschauerbindung. Da es aber zum Koppeln auch nicht mehr zu sagen gibt, wollte ich jetzt das Video auch nicht in die Länge ziehen. Falls euch das Video geholfen hat oder gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo. Ansonsten blende ich euch noch ein paar weitere Videos im Abspann ein.